Das ist sicher. Jawohl. Ich bin auch noch nicht unten. Ich glaube, ich breche mir gleich alle Kreten. Willkommen zurück bei den alten Herren in Daisy Standalone im Schuppen des Grauens. Jo, willkommen zurück. Ich komme mit Dünger nicht vorbei. So, jetzt. Das ist der Todesdünger. Ja. So, da vorne ist auch die Abzweigung. Ich habe nochmal gekartet. Links oder rechts? Rechts. Gut. Gibt's hier ein Links? Oh mein Gott, sind wir vielleicht doch falsch? Also nach links geht es schön. Nee, das ist die hier. Das ist die verzweigt so. Das ist richtig. Ich bin mir fast sicher. Ja, ich laufe dir mal nach. Genau. Was soll schon schief gehen? Sollte ich verdursten, erschieße ich dich vorher. Okay. Hier ist, was ist das? Ist das eine Festung? Wow, lass mal gucken. Das ist aber nicht auf der Karte eingezeichnet. Die muss neu sein, oder? Ich weiß nicht, ich war hier schon ein paar Mal, das habe ich noch nie gesehen. Meine Kamera ist schon wieder verschoben, so ein Käse. Quäse. Eieiei. Vielleicht sollte ich doch wieder den Camcorder nehmen. So, hier ist auf jeden Fall eine Lücke in der Mauer. Ja, so eine alte Burgruine. Mehr schlecht als die Eingangstür. Recht, aber. Oh, hi. Hi. Ja, das war schon gut. Schick, schick. Kann man als Base nehmen. Okay. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, wo wir sind, aber ich bin mir fast sicher, dass wir richtig sind. Also wenn dieser Weg in den Wald führt, dann ist er richtig. Tja, ich glaube, der führt da hoch. Ja, ja, hoch ist gut. Und da hinten lang. Da hinten lang ist auch gut. Ach ja. Warum gibt es hier keine Ingame-Karte, die man sich nicht zusammenbauen muss? Fragt die Entwickler. Simulation und Realismus in allen Ehren, aber es muss auch noch Spaß machen. Huch, was ist jetzt los? Oh. Sei froh, dass du nicht erstmal deine Kleider nähen musst. Mann, ey. Weiter geht's. Ja, neuer Server. Hoffentlich mehr Glück. Lasst euch überraschen. Lasst euch. Gibt's das überhaupt noch? Nee, ne? Wenn man Rudi Carell war das, ne? Ja, der lebt schon lange nicht mehr. Schon lange? Rudi Carell ist schon einige Jährchen tot. War, glaube ich, eher schwer krank. Der gute Rudi. Ja, es hat immer Spaß gemacht, ihm dazu zu schauen. Oh, ich habe einen Comet Knife dabei zum Hirsche, ja. Uhu. Aber gut, dass ich jetzt nass werde, dann wird man nicht mehr so heiß. Gut, dass ich einen wasserdichten Rucksack habe. Weißt du, jetzt habe ich total die Orientierung verloren wegen dem Kick. Aber wenn diese Straße jetzt gleich eine Abbiegung, eine Zweig, also ein Rechts-Links-Wahl hat, und wir links gehen können, in einem Wald, dann sind wir richtig. Ja, werden wir gleich sehen. Es geht schon mal an den Bäumen vorbei. Wie meine Zuschauer bemerken, habe ich jetzt eine andere Facecam. Die Speicherkarte von meiner Spiegelreflex war jetzt doch voll. Akku war leer und jetzt habe ich doch wieder den Camcorder. Wie elegant ich durch dieses Stofftuch trinken kann. Ja. Und essen. Wie elegant du das machst, wie elegant ich dabei weiterrenne. Ja. HC, Invalid Name. Mhm. Und es hört schon wieder auf, Mist. Und Hydrated ist schon wieder dunkel, das ist doch nicht wahr. Warte mal kurz.
Ja. Oder renn ruhig weiter. Ich renne elegant an dir vorbei. Wie gut ich doch durch eine geschlossene Flasche trinken kann. Ach, wolltest du deine Wasserflasche eigentlich wieder haben? Ne, behalt's. Ich habe noch zwei andere mit. Das ist okay. Okay. Warte mal, man kann doch Regen auffangen, ne? Warte mal kurz. Catch some rain, tatsächlich. Und es sind 5%. Ey, das geht ja. Ich catche noch ein bisschen. Geht das nur mit der Kantine oder mit anderen Flaschen also, auch? Probier's mal. Geht auch mit der Plastikflasche. Oh, da sind sogar 8%. Und man kann Wasserflasche in die Kantine reinfüllen. Wie geil ist das denn? Das hat was. Das ist wieder cool. Oh, es füllt sich aber ganz schnell. Ey, die Wasserflasche geht schneller, ne? Aber 8% Wasserflasche sind 5% Kantinen. So, volle Wasserflasche. Ich mache meine Kantine wenigstens halb voll. So, meinetwegen kommen wir jetzt weiter. Was machst du da im Wald? Unterm Baum. Ich war soaked. Ja, das bist du auch unter der Tanne. So schnell entsaugst du nicht. Ja, aber es schützt ein bisschen. Außerdem ist doch toll, wenn du ein bisschen kalt wirst. Da! Links. Boah, ich glaube, wir sind richtig. So, wenn die Straße jetzt nach ein paar Minuten so schlangenlinienförmig und immer schlangenlinienförmiger wird, dann sind wir auch richtig. Ja, ich bin mal gespannt, wo du uns hinführst hier. Hoffentlich nach Chernaya Polana. Ballana, Polana. Banana. Oh, ich weiß, was ich definitiv im Urlaub mache. Battlestar Galactica halt nicht mal zu Ende schauen. Hast du immer noch nicht geguckt? Ich bin bis zur dritten Staffel gekommen. Hat 5, oder? Jetzt muss ich 4? Irgendwas. 4 Staffeln und, ja. Und 3 Filme insgesamt. Ah. Oder waren es 2 Filme? Ich weiß nicht. Ich habe einen, der heißt, The Plan? The Plan, genau. Die anderen habe ich nicht. Die waren dabei bei mir. Und der eine Film spielt zwischen, glaube ich, Staffel 2 und 3 oder 3 und 4. Aber bin ich erst bei Staffel 2? Ich habe total den Überblick verloren. Ja, ich habe mir damals erst The Plan gekauft, weil es der erste Film war. Und den fand ich so schlecht, habe ich mir anderen gar nicht mehr geholt. Aber ich fand The Plan jetzt gar nicht so schlecht. Naja, aber schlechter im Vergleich zu der Serie. Ja, hat halt einen anderen Hintergrund teilweise. Hui, Steine. Ja, pass auf. So, links sehen Sie Novodmitrovsk. Oh, ich will jetzt nicht jetzt zickzack laufen, lass uns Abkürzung nehmen. Fall nirgendwo runter. Das ist nämlich hier voll an meinen Japan-Urlaub. Da gab es auch so Serpentinen in den Bergen. Und der Busfahrer, ey, der, wow, der ist da gefahren, ey. Ja, die können das. Ja. Ach ja, ein Waldspaziergang macht Spaß, ne? Nicht hier. Ich bin schon wieder nicht stuffed, das ist doch nicht wahr. Lass mich mal ganz kurz eine Dose futtern. Ich schließ mich an. Irgendwie braucht er gerade Unmengen an Kalorien. Ich hab halt nichts mehr, ne? Wir können auch das Öhrchen da unten plündern. Ach, 6? Oh ne, ich hab nur 6 Dosen, sehe ich gerade, okay. Ja, ich hab nichts mehr, sagt er da. Ich habe die kleinen Sardinendosen nicht gesehen. Die sind so klein. So, ich wäre soweit. Ich hau mir gerade noch eine Sardine rein. Na, ess schneller. Auch die 3 Sardinen. Igitt Fisch. Fisch. Hatte lange keinen Fisch mehr. Muss man wieder Fischstäbchen machen. Braten, wie auch immer. Lutsch sie roh. Nee, roher Fisch ist nicht so besonders gesund. Wie gemütlich ja die Dinger hier runter geht. Ich wette, der Truck ist weg. Mit Sicherheit ist der weg. So, hier gehen wir links. Und die nächste dann rechts.
Aber weil wir eigentlich so hier gleich querfeld ein können. Das ist kürzer. Links sehen Sie Novodmitrovsk. Oder auch Novo. Und viele, viele Bäume. Ja, Bäume. Ich sehe den Wald nicht. Da sind so viele Bäume im Weg. Hast du denn schon einen Weihnachtsbaum? Ja, wir haben einen Weihnachtsbaum. Einen kleinen, halben Meter großen künstlichen, den wir jedes Jahr benutzen. Schön. Ja. Habt ihr denn schon einen Baum? Das lohnt sich nicht. Die Katzen würden ihn, sei es nun ein natürlicher oder ein künstlicher, sofort zerfleddern. Da musst du den Katzen Santa-Hats anziehen. Da sind sie lieb. Die Katzen, die kriegen alle Valium, dann sind sie ruhig. Ach. Oh, nur noch 5 Tage arbeiten, ja. Du hast ein Messer in der Hand, was willst du? Du folgst mir und hast ein Messer in der Hand, das finde ich nicht nett. Ich hab's nicht weggesteckt, Entschuldigung. Jetzt will auch die andere Waffe nicht wegstecken. Nein, jetzt geht er wieder zum Messer. Dein Charakter kann einfach nicht unbewaffnet. So, tja. Wo der Truck in Shania Poyalana steht, kann ich dir nicht sagen. Laut der Map, relativ am Anfang, also hier irgendwo. Aber echt kein Plan, wo der hier steht. Aber hier sind auch schon die Türen offen. Da ist er ist verbrannt. Ja. Der kaputte. Naja, sieht schlecht aus, ne? Ja. Aber wir können ja nochmal den Ort ein bisschen abgrasen. Ja, der wird bestimmt nicht hier auf der Hauptstraße stehen. Der stand bestimmt auch echt am Anfang. Nee, du. Ich würde sagen, ja, sieht schlecht aus, ne? Jetzt nächste links ab und gehen. Ach, hier, in dem Ort sind wir. Ah. Ja, der mit den Garagen, ne? Ja, lass mal den Supermarkt halten machen. Ah, hier gibt's ja eine Feuerwache. Ich brauche immer ein Repair-Kit. Die ist irgendwo da vorne. Ah, das finden wir auch in Novo, in deinem großen Haus. Im Rathaus. Einmal links. Hä? Da ist die Feuerwache da vorne. Es hängt andauernd bei mir hier. Jetzt geht's, naja, einigermaßen. Also, ich geh zum Supermarkt. Oh, Zombie. Oh, ein Leder-Repair-Kit ist hier. Hab ich schon. Der Zombie ist weg, der mir gerade gefolgt ist. Hm. Ich glaube, der folgt mir jetzt. Guter Zombie. Schrotmuni? Hast du noch einen Schroti? Nein, ich habe deine AK. Ach so, stimmt. Die du mir freundlicherweise dann gegeben hast. War ein fairer Tausch. Ja. Ich höre irgendwo einen Zombie. Obwohl ich vorhin mit der Pumpgun sehr, sehr, sehr zufrieden war. Glaubst du? Hier ist nichts mehr. So, Zombie tot. Ratzeputz leer. Ich glaube, die haben den Loot Respawn auch wieder weggemacht. Ja, wahrscheinlich. Ist auch gut. Das war ja übertrieben. Jo. So ein bisschen Loot Respawn. Bohren wäre schon gar nicht mal schlecht. Dann würde ich sagen, auf nach Novo. Jupp, ich guck. Oh, was liegt denn hier? Ah, eine Taschenlampe. Hier ist irgendwo ein Fresh-Spawner. Wäre der unterwegs gewesen? Ja, wahrscheinlich in Novo gespawnt. Novo. Novo. Oh, das Rathaus ist aber echt weit weg. Wollen wir wirklich wo hin? Bist du eigentlich? Bei der Feuerwache hinten vorbei. Ah, warum echt zur Feuerwache? Zum Rathaus. Erstmal würde ich gerne dich finden, aber ich sehe dich nicht Feuerwache, mehr. Feuerwache, hinter Feuerwache. Immer den Schüssen folgen. Ach, da steht er. Da hinten ist irgendwo das Rathaus, da laufe ich jetzt hin, ich sehe es von hier. Er ist aber weit weg. Da laufen wir jetzt hin. Links kommt ein Zombie. Lass ihn. Der hat uns gehört durch den Regen. Dein Schuss. Ach Quatsch, den hört man nicht. Die Magnum ist leise. Mhm. Gibt's eine SD-Magnum?
Wie hast du mit einem Magnum eine Schussfolge von 20 Schuss in einer Sekunde? Ja, warum nicht? Vollautomatisch Trommelrevolver. Ein Trommelmagazin mit 30 Schuss. Nein, das geht ja gar nicht. Wenn, dann muss es so ein Kettenmagazin sein. Ach, man kann alles bauen. Aber die Trommel kann ja nicht größer sein, sonst passt ja nicht mehr in die Magnum rein. Da ist ja schon eine Trommel drin. Man kann alles bauen. Ich fände eine Magnum mit so einem Kettenmagazin, wie so ein automatisches Maschinengewehr. Oh, 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 hier nicht runter. Du wolltest mich in den Tod mitziehen, ne? Ich hab dich nur gewarnt. Hm. Ach, das sieht doch sicher aus hier. Ich gehe da runter. Das ist bestimmt sicher. Es ist sicher, es ist sicher. Ich bilde mir ein, es ist sicher. Dann muss es auch sicher sein. Ah, ich hatte hier gute Chancen. Es ist sicher. Jawohl. Ich bin auch noch nicht unten. Ich glaube, ich breche mir gleich alle Kreten. Ja, ich bin kurz davor, aber es geht noch. Hier sind unsichtbare Wände. Und? Oh, es geht, es geht, es geht. Immer schön runterrutschen. Tot. Nein. Ja, ich habe mir alles gebrochen und bin tot. Komm. Ja, you are dead. Was machst du? Ich weiß nicht, jetzt hat plötzlich eine Rutsche runter, hat einen Schwung gehabt, dann bin ich geflogen oder war ich... Du auch? Ja. Ich würde sagen, mit diesem Bildschirm beenden wir die Aufnahme. Ja, das ist auch ein guter Zeitpunkt. Alles klar, macht's gut, bis dann. Ciao. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.